Hey, Bernhard und YouTube. Chris. Warum ich? Kreis. Schon besser. Nein. Ich komme. Ey, schau da mal, schau dir mal an, wo wir gelandet sind. Es ist eine neue Map. Alter, ist das krank. Alter, das ist doch so eine eklige Farm, oder? Hier ist so ein richtig kranker Baum. Mit Schweinehälften. Alter, ich habe irgendwo eine Kettensäge gehört. Oh nein, er geht in seiner Rolle wieder voll auf. Wisst ihr, was ich mache? Ich butte mir jetzt die Rosette ein und laufe hier rückwärts durchs Maisfeld. Da habe ich wenigstens ein bisschen Spaß. Ey, der Typ ist doch total krank. Kann man nicht verdauen. Zeigt mir sie, ich werde sie auseinanderschneiden. Ah! Oh mein Gott! Komm her! Mim! Hör auf! Hörst du sie? Hörst du den Sound des Todes? Nein! Alter, der Typ ist total krank. Holy shit, der hat den Speed drauf dann. Ja, das sind die Tabletten. Aufzieht. Mutter hat dir gesagt, du sollst die Tabletten nicht essen. Hat er den Informatiker? Ja. Ich glaube, der geht häufiger joggen vor der Arbeit. Ich bin richtig sportlich. Ja, der Informatiker ist richtig sportlich. Man merkt halt, ich bin viel ins Fitnessstudio gegangen. So, ich bin geflohen, Quantum. Du wirst mich niemals finden. Ich komme, um dich zu holen, Barbara. Du bist ein billiger Amateur. Ein billiger Amateurkiller. Oh, da hinten höre ich sie, die Kettensäge. Oh, ja. Da geht ja einer ab, oder? Aber ich hast auch mal ein bisschen Macht im Leben. Nur Kettensägen-Sound. Brauch ich zum Einschlafen. Das ist doch dein Klingelton, dachte ich. Auch. Ja, da fühlt er sich ganz Mann, wenn er hier mit der Kettensäge rumrennen darf. Wer ist denn hier? Wer läuft denn hier davon? Meine Nachspeise. Oh, shit. Ganz kleine Happen schneiden. Quantum, wir machen den Generatorstart klar. Er läuft schon fast. Champignons in den Arsch. Und dann brutzeln lassen. Mit dem Apfel im Mund. Er mit seinen Schweinehälften, ne? Er selber so ein Schwein, dieses eklige Hillbilly-Ding. Ich hab gehört, Stephen Hawking wurde von den schwarzen Löchern durch deinen Hinterteil inspiriert. Aha, ja, weil es so wunderschön ist. Jeder hat ein schwarzes Loch, aber ich hab so ein wunderschönes. Nö, es ist eng, zart. Leicht rosa am Rand. Okay, das ist selbst für mich zu viel, für einen Hillbilly, okay? Und es schmeckt so gut, sag ich dir. Du würdest das lieben, aber du wirst es niemals sehen. Nur der Maiskolben. Der darf dahin. Wo ist er denn? Ich jemanden. Kreis, wo bist du? Ich kann's dir nicht verraten. Wir sollten uns treffen. Geheime Mission und so. Mach dir einen Motor fit? Ist die Frage. Mach dir einen Motor fit oder... Macht ihr irgendwas richtig oder seid ihr nur am Rumgammeln? Ich mach hier mein koreanisches Ding. Ich will jetzt wissen, was ist denn genau dein koreanisches Ding? Naja, ich darf nicht zu viel verraten, aber wir brauchen dafür eine ganze Packung technische Vaseline, das Bein eines Flamingos und zwei Schildkröten und eine Packung Strohhalme. Das hört sich sehr, sehr koreanisch an, was du da treibst. Das ist so ein richtig koreanisches Ding. Schon das Herz klopfen, Freunde. Oh mein Gott, er kommt. Wir auf ein Date gehen. Ich will. Ah, da sehe ich doch jemanden mit einem Arztkoffer. Das bin ich. Ich bin nicht Arzt. Ich bin Arzt. Lass mich zufrieden. Er hat eine medizinische Ausbildung. Oh Gott. Du weißt, im Krieg darf man keine Sanitäter töten. Sei mein kleines Häppchen. Boah, der Generator hier drüben ist richtig schwierig. Oh. Ist er hinter dir? Kreis, opfer dich fürs Team. Wirf dich Nähe bitte in seine Kettensäge rein. Das ist einfach zu. Ich sehe ihn sogar. Er ist hier irgendwo. Und er will mein fleischiges Fleisch. Er will mein wunderschönes, zart, leicht Hauch Mokka-Gänzchen. Lass dich doch ein bisschen hier aufmuntern. Du musst doch irgendwas Brauchbares geben. Ja! Oh nein, er hat mich. Er holt sich Mecash, ne? Ja. Fuck, wo ist er hin? Ach, ihr habt die Kiste hier schon geplündert, ihr Schweine. Welche Kiste? Ja, die hier oben. Weißt du, da bin ich den ganzen weiten Weg gegangen. Wo kann man denn nach oben? Keine Ahnung, was du meinst. Natürlich, da warst du. Da war nur ein Zettel drin. Der Koreaner hat's genommen. Entschuldigung. Ist das Blut? Ich würde mich nicht dafür entschuldigen. Was macht der da eigentlich? Ey, was macht der da? Riecht der jetzt am Boden? Ich glaube, er snifft, So riechen.
Er riecht am Boden. So eine kranke Sau. Ja, ich hab da vorhin meinen Po dran gerieben, deswegen. Riecht nach Morgenstuhl. Ich hab Blut den Stuhl. Jesus Christ. Er hat mich gelöft. Gejo gelöft? Erst grapschen, dann riechen. Riech mal meine Kacke. Repariert ihr? Ich finde kein... Ey, das gibt's doch nicht. Wo sind denn die Scheißdinger? Ich muss sagen, Quantum macht hier gerade einen sehr, sehr schlechten Job, oder? Ich meine, er ist irgendwo. Nur nicht da, wo er sein sollte. Wo ist dieser Arzt? Mensch, jetzt schon wieder hin. Der rennt nur im Kreis mit mir. Ich hab's alleine repariert. Der Koreaner wollte noch irgendwie da reinflanken. Repair habe ich bekommen. Nein, nein, nein. Ich hab das eben gerade wirklich im Grunde solo repariert. Das war ein Solo-Repair. Die Map ist so groß. Du wirst uns niemals finden. Niemals. Quantum. Ich finden? Nein. Nicht eine Butter ins Gesicht schmieren. Was ist, wie ist Mikasch eigentlich entkommen? Keine Ahnung. Und er hat sich sogar selbst zusammengeflickt mit einem Schlauch, einer Nadel und einem Schluck Wodka. Jesus Maria. Ich habe ihn eben gerade gesehen. Weißt du, ich stalk ihn so ein bisschen. Ich stalk unseren Quantum. Ist er nicht niedlich mit seinen Rückenhaaren? Wie einfach nichts auf die Reihe bekommt. Werde dich zum Sklaven machen, du wirst mich täglich rasieren. Guck mal, ich kann springen! Woo! Das ist total OP, dieser Sprung! Wie ja. Ist denn Sprung? Ich kann richtig springen, ich bin eben weiß, hab ein Abo bei McFit und esse immer mein Müsli auf. Ist keine Chance gegen mich! Komm zu Daddy! Never! Jedes einzelne Haar sollst du mir abzupfen. Kranke Sau. Als würde ich sowas machen. Ich stell's mir so vor, wie er da sitzt. Mit deinen Zähnen. Mit so einer Pinzette und dann... Ping. Guck mal, wie er ping. Nur wieder mich will. Weißt du, andere Opfer halt kennt er gar nicht. Er will weißes Fleisch. Er will leckeres, weißes Fleisch. Oh, ich wollte es umwerfen, aber er hat nicht reagiert. Na, no, jetzt bist du bist umwerfend. Oh, was war denn das? Er hat geschummelt mit seinem mega krassen Hinterwäldlerhammer. Hör mal, hör zu. Leute, hörst ich brauche Hilfe. Hörst du das? Hörst du das? Wo liegst du denn? Oh nein. Geht da was ins Höschen? Nein, ich bin ziemlich männlich, ja. In der Ferne klingt es, als würde jemand Fleisch zersägen. Oh! Scheiße. Wenn du wiggelst, werde ich die Kette benutzen. Ich wiggle so hart rum. Boah, ist dieser Rücken haarig, als würde man auf so einer Schuhputzbürste rumrutschen. Ganz eklig. Was ist, wenn ich eigentlich mit der Kettensäge dich... Kann ich dich... Töte ich dich dann? Ich weiß nicht, bist du eigentlich ein Mensch noch? Wie viele Generation Inzest braucht man für dich? Kann ich dir den kleinen Finger abschneiden? Ich brauche einen davon. Boah, ich werde so hart gerettet. Um dich mit dem Finger dann... Ich werde so hart gerettet. Oh, was? Oh, scheiße. Das ist voll keine Chance gegen meine Gang. Ich wiggle mich da runter. Ist das Segen? Das ist doch zum Kotzen. Ich wiggle mich da runter. Komm in mein Häuschen. Ich will nicht in dein Häuschen. Mein Knusperhäuschen. Oh, ein Knusperhäuschen. Renn! Auf! Renn! Da ist schon wieder die Arztfrau. Aber er ist verletzt. Was ich bin besser? Nicht verletzt. Ich tue nur so, um dich zu ködern. Komm doch jetzt her. Nein, ich will nicht. Jetzt zögerst doch nicht raus. Lass mich. Das Unvermeidbare. Wie gut er ihn ablenkt. Das ist alles Teil des großen Plans. Oh nein. Whoopi Goldberg, rette mich. Er hat ihn gewoopt. Wo ist Whoopi? Ist sie bei dir irgendwo? Achso, nee, das darfst du nicht verraten, Whoopi, oder? Du musst ihn ziehen, hinten an den Haaren! An den Haaren ziehen! Das ist ein Schwachpunkt. Leuchtest du normalerweise immer so rot durch die Wand? Egal, ich schaff das. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Wiggle, wiggle, wiggle. Spazieren ins Niemandsland. Ja! Leute, ich hoffe, ihr habt irgendwas geleistet. Endlich. Oh, Gott sei Dank habe ich mich heute Abend wieder mit Butter eingerieben. Du riechst so frisch geduscht. Ich riech wie Popcorn. Oh nein, wo sind denn diese Ausgänge? Oh, wir werden poppen, Baby. Lass mich doch!
Nein, hier kann man gar nicht hoch! Warum willst du unbedingt mich, du kranke Sau? Weil du verletzt bist. Ich bin nicht verletzt, ich hab nur Rücken. Ich hab Rücken. Komm hierher. Hör auf! Wieso hab ich schon wieder einen Assist bekommen? Mal sehen, ob dich jemand retten will. Na, du bist so ein langweiliger Camper. Die fliehen doch. Oh, der kann keine Falle stellen. Quantum, die fliehen. Dreh dich doch mal um. Alle rennen vor dir weg. Du wirst nie Freunde haben. Oh, nein, alles ist jemand verletzt. Ich hab einen Stein im Schuh. Hör auf, das ist alles. Hör auf, weg zu humpeln, das hat keinen Sinn. Wo ist Mikesh? Ich schneide das Ding. Oh, ich lebe wieder. Oh nein. Mikesh, du musst mich fixen. Wie er aussieht. Er Lord Voldemort. Lass mich zufrieden. Ich bin nicht Harry Potter. Ich bin Radcliffe. Oh nein. Oh nein, der arme Kreis. Keine Sorge, ich rette dich. Er hat das nur aus Nettigkeit gemacht. Weil er hat gesehen, meine Sachen sind trocken. Und deswegen muss ich... Geh doch weg. Boah, hallo. Was für ein kranker Typ. Er schlitzt sich von oben nach unten auf. Oder wahrscheinlich eher von unten nach oben. Er fängt mit deinen Eiern an. Und endet an deiner Nasenspitze. Keine Rettung in Sicht, hm? Was? Oh nein! Miki! Die Ärztin ist hier noch unterwegs! Doktor! Verletzt ist sie! Ach, hier Kreis, komm zu mir, Kreis! Wo bist denn du? Ich bin im Kornfeld! Ein Bett im Kornfeld! Zwischen Killer und Schweiß. Wen hat er denn da hinten? Mikesh. Was meinst du, retten wir ihn oder lassen wir ihn zurück? Wieso flickst du mich denn nicht? Wo bist du denn? Boah, die schreit aber ganz schön lange. Du bist doch gar nicht da. Der längste Schrei aller Zeiten. Sie sieht überhaupt nicht aus, als wenn sie verzweifelt wäre oder so. Der geht's gut. Er schaut sich das aber echt ziemlich genau an. Ja. Und wo ist auf einmal seine Hand? Mit der rechten klickt er, aber die linke ist, glaube ich, an der Katze. Ihr zwei Süßen? Hast du eigentlich schon eine Tür auf? Ja, ich könnte abhauen, wenn ich wollte. Wow. Ich könnte... No! 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 Komm her, Gott! Geh, du willst in Freiheit kriechen? Rette ihn! Rette ihn jetzt, Kreis! Rette ihn! Jetzt hör auf, hier rumzuwickeln! Ich komm hier nicht weiter! Oh. Wie er hier wickelt? Ich wickel mich da raus! Wollt ihr gerade rausgehen aus Versehen? Ich hab einen Grund zu leben! Jetzt hör auf, ich komm hier nicht... Ich hab noch McDonalds-Gutscheine, die sind noch gültig! Jetzt denn! Auf Wiedersehen! Nein! Ja! Ist er tot? Nein, ich bin entkommen. Du hast sowieso nicht geschmeckt. Ich war total der Leckere aus der ganzen Bande. Ich war der Leckere von der Gang. Dein Ablaufdatum ist schon längst überschritten. Nein. Außerdem hatte ich noch voll die guten McDonalds-Gutscheine in meiner Tasche. Die hättest du gerne gehabt, hä? So ein Happy Meal? Da sagt selbst der Hillbilly nicht nein. Na, er hat ja vorhin schon ein Stück aus deiner Schulter gegessen. Bei mir ist noch alles dran. Mir geht's gut. Jetzt komm zu mir. Komm zu Daddy. Mein Hintern muss rasiert werden. Nicht schon wieder. Und dann immer diese stumpfen Einwegklingen. Was? Ich halte das nicht mehr aus. Du musst so lange mit der Hand rubbeln, bis sie weg sind. Ja. Mit der Zahnbürste. Mit einem Frotti muss das machen. Frotti? Ich eigentlich in dem Haus drinnen schon mal. Kreis, jetzt geh doch endlich. Jetzt geh doch endlich. Beende den Wahnsinn. Glaub mir, mit dem willst du gar nicht zusammen sein. Er ist spärlich eingerichtet hier. Was habe ich hier oben? Das ist mein Schlafzimmer. Er schaut sich die Hütte an, wenn du hier verschwindest. Komm schon, geh. Geh. Er ist ewig weit weg. Ich muss rausschleichen. Oh, großer Gott.
Na, okay, komm, wir hauen lieber ab. Also hört es sich immer an, wenn ein Calippo Cola isst. Ganz furchtbar, wie der in der Tüte da rumlutscht. Lauft, aber ihr könnt nicht in Wirklichkeit entkommen. Wir sind entkommen. Ich habe euch absichtlich entkommen lassen, damit ich den Weg zu eurer Familie finde. Krank. Mega krank. Oh Mann, der Typ hat echt viel zu viele Haare. Widerlich. Küsst dieses Gesicht. Niemals. Ist das verwachsen mit seiner... Ist seine Hand verwachsen mit seiner Schulter und seinem Gesicht? Das sieht aus wie... Wie heißt der Film? Wo sie in der Wüste sind. The Hills Have Eyes? Ja, genau. Oder? Das Gesicht? Das hat doch nicht so einer aus. Sieht aus wie dieser Smiley-Typ. Keine Ahnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bewertung nicht vergessen. Und tschüss! Tschüss!